Willkommen auf minitechnet.de. Heute darf ich euch das superdünne Asus IPC1008H Netbook vorstellen. Der Asus IPC1008H fällt einem sofort wegen der extrem dünnen Bauweise ins Auge. Nur 1 Zoll breit ist an der dicksten Stelle gebaut und ist damit so dünn wie der sehr teure IPC S101. Die Seashell-Designlinie lässt durch die abgerundeten Kanten den IPC 1008H wie aus einem Guss aussehen, auch weil die Anschlüsse hinter Klappen versteckt sind. Allerdings dürfte die massive Klavierlackoberfläche nicht für jeden Kunden interessant sein, denn diese muss oft gereinigt werden und ist besonders im schwarzen Modell anfällig für Fingerabdrücke. Die Oberfläche ist auch nicht so stabil und kratzfest, deshalb sollte man den IPC 1008H immer in der mitgelieferten Schutzhülle tragen. Die Tastatur der Asus Seashell Netbooks mit eckigen Tasten ist angenehm, allerdings könnte der Abstand zwischen den Tasten etwas größer sein. Dafür ist die rechte Shift-Taste nicht abgeschnitten und auch die Cursor-Tasten sind größer geworden. Das Touchpad ist unsichtbar in die Oberfläche integriert und nur durch kleine Punkte markiert, die ein gewisses Touchpad-Feeling nachahmen. Eine Multitouch-Funktion ist vorhanden, allerdings nur zum Zoomen, denn das einfache Scrollen durch Webseiten und Dokumente mit 2 Fingern hat Asus weggelassen. Der Asus IPC 1008H ist mit dem neuen Intel Atom N280 Prozessor mit 1,66 GHz ausgestattet, der mit Hilfe der Asus Super Hybrid Engine minimal übertaktet werden kann um knapp 40 MHz. Der Unterschied ist aber kaum spürbar. Wegen der sehr kompakten Bauweise kann der IPC 1008H an der Unterseite nicht aufgerüstet werden, da man auf die einzelnen Komponenten und auch auf den Makro nicht zugreifen kann. Man muss sich also mit dem 1 GB Speicher und der 160 GB Festplatte zufrieden geben. Bei den Schnittstellen gibt es zum Beispiel auf der linken Seite einen Mini-VGA-Ausgang. Der Adapter befindet sich auf der Unterseite. Daneben befindet sich noch ein USB-Port. Auf der anderen Seite gibt es den zweiten USB-Port. Der IPC 1008 hat nämlich nur 2 USBs. Hier befinden sich dann auch die Mini-Klinkenanschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon. Hinten ist der Netzwerkboard, der flexibel gebaut ist. Und ganz vorne ist noch der Cardreader für MMC und SD-Karten. Der IPC 1008H ist mit einem 10 Zoll Glare-Type-Display versehen, dessen Helligkeit zwar höher als zum Beispiel beim IPC 1005H ist, allerdings erreicht er mit 120 Lux nicht den derzeitigen Durchschnitt von ca. 160 bis 180 Lux der anderen Netbooks. Dank aber des hohen Kontrastes ist der Inhalt im IPC 1008H auch im Freien noch erkennbar, aber nur wenn die Sonne nicht zu sehr scheint. Die Webcam oberhalb des Bildschirms erzeugt bei guten Lichtverhältnissen ein wirklich gestochen scharfes Bild und hat auch eine sehr schöne Farbdarstellung. Die Lautsprecher an der Unterseite sind zwar laut, aber der Klang ist nur mittelmäßig. Wegen der dünnen Bauweise und vor allem des geringen Gewichts von nur 1,1 Kilogramm ist der IPC 1008H nicht nur sehr mobil, sondern der spezielle Lithium-Polymer-Akku erreicht insgesamt 7 Stunden Laufzeit, obwohl er eigentlich nur über 31 Wattstunden verfügt. Das ist genau mal die Hälfte der Kapazität, die im IPC 1005H vorhanden ist. Diese lange Akkulaufzeit verdankt der IPC 1008H auch speziellen Stromsparfunktionen. Im Leerlaufbetrieb wird die CPU deutlich heruntergetaktet. Videos können insgesamt 4 Stunden lang wiedergegeben werden. WLAN nach dem neuen Endstandard mit 300 Mbit ist vorhanden. Ebenfalls ist auch Bluetooth integriert. Der IPC 1008H kostet derzeit mit 390 Euro etwas mehr als andere 10 Zoll Netbooks. Das System wird mit Windows XP Home, Microsoft Works, Microsoft Office 60 Tage Testversion und Norton Internet Security ausgeliefert. Einen ausführlichen Testbericht zum neuen Asus IPC 1008H findet ihr in Kürze auf unserer Website unter www.minitechnet.de. Vielen Dank für euer Zusehen und auf Wiedersehen.